Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf unseren Kanälen. Mit am Start, bevor wir aufs Spiel mal eingehen, sind die bekloppten 5 nach 5, nämlich Sindwittchen, Hallöchen, Hallo, Xa, Moin, Coach Carter, Hallo und Sippo, Hallöchen. Hallo. Wir zocken ein wenig Empyreon Galactic Survival von Eleon Game Studios. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Game Keys, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Vielen lieben Dank. Und ja, Empyreon Galactic Survival. Eigentlich schon länger draußen und eigentlich ein Spiel, was auf dem Kanal schon längst hätte gezeigt werden sollen, aber irgendwie kam ich nie dazu. Und jetzt endlich machen wir das. Und ich würde sagen, ehe wir dann jetzt groß, lang und breit erzählen, wir drücken einfach mal gemeinschaftlich auf Start und dann können wir ja uns das mal ein wenig anschauen. Also ihr seid soweit? Yep. Wir haben einen Startplaneten ausgewählt, Akua, ja. Und da drücken wir dann jetzt mal dann mal schauen. Oh, ein Triceratops wird mir da oben angezeigt. Ich dachte, Ark ist vorbei. Das ist komisch. Ja, Ark ist vorbei. Nein, das begleitet mich ein wenig. War ein Triceratops. Fertig. Kann ich das auch zähmen? Oh, natürlich, Nacht. Oh nein, ein Raptor. Gibt's auch. Ah ja, Raptor gibt's auch. Da ist ein Eisenerzlager, da fliege ich hin. So. Seid ihr schon drauf? So eine Nacht, bei mir ist hier aber völlig hell. Was? Ja, dann seid ihr schon mal auf anderen Seiten des Planeten. Toll, Coach ist, Coach ist auf der Helm. Bei mir ist eine Kapsel nebenan hier, wer ist denn das? Ja, das weiß aber nicht ich. Wer lädt das noch? Wer ist noch hell? Ihr spawnt gleich zusammen. Ich flieg dir einfach mal hinterher. Das ist ja super, du schon oder lädst zusammen, das ist ja ein Traum. Lernt der automatisch oder zerschelle ich jetzt hier gleich auf dem... Der zerschellt automatisch, alles gut. Ich hänge an der Felswand. Der zerschellt automatisch. Zerschellt automatisch. Achtung, sie zerschellen jetzt automatisch. Halt, meine Kapsel rollt einen Berg runter. Das wird das bist du, Koja. Aber welche Kapsel ist mir jetzt auf den Kopf gefallen hier? Das könnte ich gewesen sein. Hier ist ein Raptor! Hilfe! Hier ist ein Raptor! Was mache ich denn jetzt? Ich habe überhaupt keine Waffe. Im Inventar hast du eine Waffe. Was? Wie? Wo? Aua. Der Coach ist es. Da sind böse Löwen. Hilfe. Böse Löwen. Wem seine Kapsel rollt denn in den Berg runter? Das bin ich. Dann fangen die doch mal auf. Meine auch. Ja. Aber das sind Katzen. Ich will nicht zu der Rettungskapsel. Kann man aus der Kapsel noch irgendwas rausholen? Achso, da ist noch was drin. Ja, kannst du reingucken. Da ist ein Hilfe-Kit drin. Hört deine auch nochmal auf zu rollen? Oder? Ich kann die nicht anhalten. So, ist das meine? Ach du Scheiße, da vorne kommt gleich übrigens eine Klippe. Ah, jetzt hält sie an. Ach, das ist Trottelchens. Ach, hier. Oh, ja, siehst du. Ja, hier ist auch noch eine. Ja, hier rollt auch noch eine runter. Okay, wir sind halbwegs. Ich glaube, ihr seid gar nicht so weit. Nee, ihr seid gar nicht so weit entfernt. So viel zum Thema, wenn das Spiel gestartet ist, können wir ein bisschen was zum Spiel erklären. Genau. Ja, Empyreon Galactic Survival. Ich habe eine offene Wunde, toll. Ist ein Survival-Spiel. Man sieht es, man ist ein Astronaut in der fernen Zukunft und erkundet fremde Planeten. Wollen wir uns mal zu Koja begeben? Ja, wenn du das weißt, mal. Wo am besten mit einem Medikit. Ja, folg mir mal. Ach, ich glaube, ich sehe ihn auch. Du hast im Lifepod hast du ein Medikit drin. Das halte ich für ein... Ach da, eins. Dann meine offene Wunde weg. Offene Wunde weg. Mal. Nee. Alter. Wie stelle ich das? Moment. Shift plus rechte Maustaste. Er hat gemacht. Ich glaube, ist gut. Ist super. Ja, ist fantastisch. Wo ist Zeit denn jetzt hin? Fängt an mit Place. Achso, wir sind los auch irgendwie übrigens, ne? Bist du jetzt echt da stehen geblieben, Xa? Ja. Ich hier auch in mein Inventar reingeguckt und Zeitkonto gezogen und. Siehst du uns nicht oben rechts auf dem Radar? Bist du uns dann, werden wir dir nicht angezeigt? Vorne ist Licht, das ist bestimmt der Xa. Das ist irgendein Beilchen. Aber wirklich, ne? Es ist ja, total ist, neblig, ist also so wirklich mal, so richtig, richtig neblig. Ich glaube, das habe ich noch nie so gesehen. Das ist der Koja-Effekt. Ja, ist es wirklich. Kacke, hier ist eine Riesenspinne. Ja, genau, Xa, genau diese Richtung. Also Riesenspinnen sind auch eigentlich recht uncool. Auf dem Radar, diese grünen Punkte, seid ihr das? Ich bin vergiftet. Yep. Ah, okay. Ja, grün ist lieb. Rot grün ist böse. Ich bin schon wieder vergiftet. Du hast, glaube ich, Tabletten dabei gegen Giftbiss. Was ist das denn für ein Vieh? Ich finde sie noch nicht so ganz.
Da, Gegengift. Ach, du ahnst es nicht. Also empfiehlt sich aber nach Möglichkeit nicht schon alles gleich in den ersten zwei Minuten zu verbrauchen. Mein Problem ist, das war ja klar, dass Kohler das schafft, oder? Mein Problem ist, ich sehe euch nicht. Also wie kriege ich denn das hin, dass ich euch sehe? Hilfe. Wir kommen jetzt zu euch. Ja. Ja, wie sagt ihr mal? Da haben wir doch schon mal Cinder, haben wir doch schon mal. Wie seht denn ihr mich? Ja, ich weiß nur, wo dein Livepod war, deswegen. Warst du nicht eben noch mit Cindy zusammen? Hi. Hallo. Cindy ist ein Mann. Ich war nicht mit Cindy zusammen. Aber pass auf, Kuja. Ich war noch nie mit Cindy zusammen. Wieso bin ich ein Mann? pass auf, Kuja. Ja, bitte? Drück mal Tab. Ja, danke. Dann gehst du oben auf den dritten Reiter auf Fraktion. Jawohl. Und dann gründest du ein. Das sind G's. Okay, ich gehe auf Gründen und sage Niveau. Genau. So, Niveau. Setzen. Wenn du den gegründet hast, können wir. Hast du den gegründet? So, Fraktionskürzel ist Watt. Achso, das ist also oder nicht. Das passt aber nicht zu Niveau. Watt. Watt? Watt. Mir ist jetzt nichts anderes eingefallen. So, jetzt ist es gegründet und dann kann ich euch einladen, oder wie? Nee, ja, hast wir du können schon bewerben, glaube ich. Gegründet ist, ja. Wieso steht denn hier noch nicht? Ich sehe sie auch nicht. Ja, haha. Da kommt auch nicht jeder rein ins Niveau. Du bist aber schon auf Aqua gelandet, oder? wo sehe ich denn das? Also eigentlich hast ja. Du hast Cindy ja schon gesehen gehabt, oder? Nö, ich habe überhaupt niemanden nicht gesehen. Drück mal M. Ja. Was sagt ihr dir? Aqua. Und ich sehe euch aber. Doch, da hinten sind Kapseln. Nee, das sind Erzlager. Nee. Das ist auch Erzlager? Wir sind. Keine Ahnung, ich bin auf einem anderen Server oder was? Ja, ich wollte gerade. Ich wollte es noch nicht sagen, aber Coach, du erinnerst dich? Bist du nochmal wieder auf den Singleplayer raufgehüpft? Du kannst mich mal kreuzweisen, natürlich nicht. Ja, aber ich sehe dein Dings ist da nicht. Ja. Sollen wir mal eine Watt machen? Ich mach das mal anders. Bist du auf dem Siegelplayer? Fragt er mich. Wieso bin ich ein Mann? Pass auf, ich hab jetzt auch mal eben so eine Fraktion gegründet. Kannst du die sehen? So, also, ich möchte mal kurz festhalten. Nein. Auf Coaches Space Wahnsinn. Welcher dieser Server bekanntlichermaßen ist, sind in diesem Augenblick 4 Personen. Da dieses Let's Play 5 nach 5 heißt, hätten wir die Fehler. Ja, dann starten wir den ganzen Scheiß doch einfach nochmal, würde ich sagen. Ich will kein Mann sein. Ja, dann du bist jetzt aber ein Mann, finde ich damit ab. Wieso? Das ist ein schöner Outtake, diese Titel hier. Fantastisch, okay, wir machen das einfach mal. Beenden und starten nochmal neu. Ja, Coach, da musst du den Server jetzt wieder zurücksetzen, weil wir können ja sonst nicht neu starten. Ich hoffe, das geht jetzt von G-Portal aus. Ja, dann gehe ich mal schon wieder raus. So, und du sag mir doch jetzt mal bitte, auf was für einem Server du bist. Weiß ich doch nicht. ich hab das Passwort, ich... Keine Ahnung. Also soll ich jetzt hier rausgehen, ja? Ja. Verlassen, Exit. Ich hab mich jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal ernsthaft, wieso bin ich ein Mann? Was? Wahrscheinlich, ich glaube, du hast die Charaktere, kann das sein? Also weißt du, was krass ist? Du kannst doch deine Charaktere erstellen. Wo denn? Weißt du, was krass ist? Ja, du kannst... Du gehst Spieler einrichten, überbeenden im Hauptmenü. Ja. Ganz oben drüber. Spieler einrichten. Ich habe da auch einen ganz tollen erstellt. Tja, wenn die Jungs jetzt da mal am Fachsimpeln sind, was da mal wieder passiert ist, ist ja wieder klar, ne? Wir beginnen direkt mit einem Fail eigentlich. Das klassische Outtake. Gucken wir uns hier mal gerade an, was man hier so alles machen kann. Wir können einen Potschnitt machen oder... sag mal. Ah doch, das geht. Das ist nicht so übel, aber... c'est très chic. Ist das? Oh nee, komm, dann hätte ich auch mal bleiben können. Für Zöpfe bin ich zu alt. Das sieht cool aus. Zeig mal. Dreh dich mal, ganz andersrum. Ja, das ist auch cool. Oh, nee. Das ist weg da. Nee, also das gefällt mir nicht. Glatze mich auch nicht haben. So,
wirkt am Anfang. Warte mal, das fand ich gut. Das fand ich jetzt richtig gut. So Prinzessin Leia. Ja, cool. Haarfarbe. Haarfarbe muss anders. Rot. Oder wie wär's mit ja, so einem grünlichen Stich da drin? Oder bläulich vielleicht für Space Adventure? Man kann natürlich auch mal hier so ein bisschen so Pretty in Pink oder so. Na doch wieder. Oder doch rot. Nee. Nee, ich glaube, ich nehme lieber wieder so weiß. Hatte ich doch bei Survival Plus auch. Genau, ich nehme weiß. Das ist gut. So, was ist das hier? Grau in Grau. Was ist das? Ach, das ist der Anzug. Ja, rot hatte ich ja auch bei Survival Plus das letzte Mal. Und, nee, komm. Weiß ich... Nee. Sieht aus, als hätte ich nichts drunter. Nee, lass mal. Vielleicht. Hellblau? Grün? Was nehmen wir denn? So viele Möglichkeiten. Schwarz. Vielleicht doch besser schwarz. Ja, aber dann müsste, glaube ich, das Rot ein bisschen heller, oder? Hm. Ja, doch ein bisschen dunkler. Ein Ticken. Ja, so. Okay. Das, ja, das ist gut. Oh, ein Wunder. Ah, ein weibliches Sinde. Haha, ich hab's geschafft. Yay. Dum. Porsche hat noch sein Üben auf. Nö, bei mir nicht. So. Ja, jetzt bin ich auf dem richtigen Planeten und den erkenne ich auch daran, dass ich hier eindeutig fetten Nebel habe. Da hinten plumpst was runter. Ja. Hier ist was runtergeplumpst. Folgt dieser Kapsel. Das ist unglaublich. Ich komme auf einem Planeten an, in einem neuen Spiel und es ist fetter Nebel und Scheißwetter. Ich wollte mich doch alle verarschen. Ja. Und vor allen Dingen, so neblig habe ich es eigentlich noch nicht gesehen. Plündert seine Kapsel, bevor er es selber... Ja, schnell! Das ist schon zu spät, ich habe sie bereits geplündert, haha! Auf die Kapsel, so, fertig, los! Jetzt auf dem richtigen Server. Yep. Ihr habt Niveau selbst schon gegründet, sehe ich gerade. Ja, kannst du aber... Ich habe mich dann jetzt mal beworben, so. Achso, okay. Ach du Gott, das ist Siegertyp. Ja, ich mach du mal hast die Beine ein bisschen weit hinten, ne? Ja, warte mal an, im Moment. Wieso bin ich jetzt alleine? Wo seid ihr denn? Was? Also, du hast eine sehr gesunde Gesichtsfarbe. Ja, ich komm gerade von der Sonne, weißt du? Man sieht das nicht, ne? Ich sehe nichts. Warte mal, doch. Sonnenbrand der Hölle. Wie? Ja, mehr der südländische Typ. Ja. Sinne, bist du jetzt auch eben gerade stehen geblieben? Kommst du jetzt wo hierher? Wo ist denn das Sinde? Hier. Da. Sinne, kommst du wohl? Ja, ich habe mich gefunden. Gut. Gibt's eigentlich irgendwas, wie man die UI ausmachen kann? Das ist eine gute Frage, da wirst du irgendwie hinterkommen. Das ist, nee, ich habe nämlich in den Einstellungen... Ja, Vorgang, ja. Immer Vorgang. So, da sind aber Katzen. Da. Bewerbe ich mich? Die sind harmlos. Ich mag keine Katzen. Okay. Doch, ich mag Katzen, aber... Das sind Fluchttiere. Achso, okay. Dann ist ja gut. Ich hab einen Bohrer. Genau, bewerbt ihr euch auch eben, Ey, du hast meine Klamotten geklaut. Was? Aber ich wie geht das denn? Ja, okay, den kannst du auch behalten. Hallo. Jetzt ist Sinda auch endlich ja nicht mehr so männlich. Nee, nur ein bisschen. Nicht wirklich. Eine wundersame Wandlung. Aber du hast ja die Leia Organa Gedächtnisfrisur fast, oder? Also diese Zimtschnecken da. Genau, Prinzessin Leia, hat mir gefallen. Prinzessin Leia, ja. Also nochmal, Leute, alles, was jetzt nicht gleich den Tribe beitritt, den erschieße ich. Was? Ich hab, was? Wie ich geht hab das? Das schon längst. Tab auf Fraktion. Ja, bin ich doch drin. Aha. Technikräume, schon längst. Fraktion. Nie. Bewerben? Autsch. Ah. Friendly Fire an oder aus? Das war jetzt aus. Ernsthaft. Aus. Ja, gut. Ist aus hier. Das ist Coach. Ging's nicht blond? Damit es so aussieht wie bei Survival Plus? Warte mal, bleib mal stehen. Bleib doch mal. Hör doch auf. Bleib mal stehen. Du sollst mal stehen bleiben. Ich stehe doch hier. Na toll.
Was hast du denn für einen blonden Afro? Ja, du, ich dachte mir, ich mache einen schönen Charakter. Du musst ja gleich wieder übertreiben hier. Ja, eigentlich hätte es ja Windafro dann auch einen Grünkohl machen müssen. So, was machen wir denn jetzt hier in diesem Spiel eigentlich? Stimmt, Grünkohl. Ja, das war's. Überleben. Ach, das war's. Okay, ja, nee, war ein schönes Spiel, muss ich sagen. Hat mir gefallen, ja. Ich lebe noch. Also, wir können ja mal ganz kurz erklären. 5 nach 5 ist das neue Format, welches hier auf unseren Kanälen in Zukunft laufen wird, bei Sinde und bei Xar ebenfalls eben anzuschauen. Und ein Teil davon wird Empyrean Galactic Survival sein. 5 nach 5 ist nicht nur, weil wir zu 5 sind, sondern eben, weil es auch nach 5 Uhr, also zum Feierabend, immer kommen soll. Und wir werden noch das ein oder andere weitere Game dabei auspacken. Und naja, wir haben somit die Gruppe, die bei Ark Survival Plus am Start war und wir hatten ja enorm viel Spaß zusammen, haben wir weiterhin zusammen. Und ja, wir werden jetzt Empyrean ein wenig erkunden. Hier geht es eben darum, dass man auf fremden Planeten versucht, Ressourcen zu finden, was aufzubauen, Raumschiffe zu bauen, nächsten Planeten anzusteuern, das Sonnensystem zu erobern und Coach in den Wahnsinn zu treiben. So. Also, Hippo, okay. Das mit dem Anbaggern würde ich ein bisschen anders auslegen. Das, wenn ich vorstelle, steht da auch. Du kannst hier nicht graben. Lass das sein! So, komm, dann guidet uns hier mal ein bisschen durch. Ihr habt ja schon ein bisschen gespielt, Coach und Hippo. Also, ich hätte jetzt gesagt, da wir ja auch sowas wie Wasser benötigen, dass wir... Regnet. Also, wenn wir auf M drücken, ne? Mhm. Dann haben wir ja unseren Planeten da so ein bisschen. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir versuchen da zu siedeln, hier so rechts an diesem See. Zumal eigentlich ganz gut. Also quasi nach, ja, okay. Mhm. Kann man also da einen Wegmarker setzen? Gen Osten. Kartenmarker hinzufügen. Moment. Kannst du, ja. Hier. Bestätigen. So, seht ihr das Fähnchen jetzt auch, wenn ihr M drückt? Nein, glaube ich nicht. Nein, kein Fähnchen. Das siehst nur du, aber ist ja egal. Dann gehen wir Ich renne dir einfach hinterher. Sehe ich das wenigstens? Sehe ich das wenigstens zu dem linken See oder wie? Zum rechten See. Zum rechten See. Ich würde zum linken gehen, weil da dann Eisen und Kupfer näher ist. Weißt du, Xar muss wieder sein. Nein, wir gehen jetzt nach rechts, Xar. Da ist Strahl. Aber am rechten See haben wir in der Nähe zwei Dörfer, die wir überfallen können und die wir plündern können. Ah ja, das klingt doch nach einem Plan. Kurze Information zu diesen Raptoren. Die im Rudel sind soweit friedlich, bis man sie anschießt. Okay. Also wenn ich jetzt rausschieße, dann was passiert? Nicht, dann sind böse. Ich dachte, wir haben jetzt mit Ark endlich mal aufgehört. Dann, aber wenn graue Raptoren sind, die sind grundsätzlich schlecht gelaunt. Ja, das habe ich ja eben schon festgestellt. Ja, genau. So, komm, dann lauf mal vor, Coach, du kennst dich ein bisschen mehr aus. Geh mal zum rechten See und rechte See ist links? Okay, na gut. Nein. Ich wollte nur das Gestrüpp eben einsammeln. Ach so, ja, das musst du auch noch sagen, was man hier so alles einsammeln kann und darf und muss, ne? Wie sammelt man denn? F. F, ja. Okay. Ach ja. Schön. Wenn man jetzt noch was sehen würde. Ja, ping. Mein Headset ist einfach ausgegangen. Was war das denn? Bing. Bing. Wenn du das schön rhythmisch machst, dann könnte da vielleicht sogar ein Lied draus werden. Was rennen Hallo? Die denn so? Wer rennt denn? Ich hab mal ein Gebüsch geholt. Coach Hallo? Hat gesagt, man soll Gebüsche holen. Hallo, Hippo. Ach, meinst du die gelben Dinger? Nein, das ist so, das so ist, gestrüppt. Das ist nix. Das Gelbe ist nix. Ja, gelbe ist nix. Ja. Zeiten die jetzt schon wieder? Hinter dir. Lauf einfach weiter. Wo hast denn du eine Säge her? Hast du im Inventar? Liegt im Inventar. Liegt im Inventar, brauchst du nur. Das ist dein Notfall-Inventar. Wie mach ich das Inventar denn jetzt auf? Tap, tap, tap. Ach, tap, 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 tap. Tap, tap. Das ist Kettensäge, der Sägenmassaker. Ach, da ist der Bohrer. Okay. Wir fangen bei Bienchen und Blümchen an. Ja, nee, also Sinde und ich sind absolute Noobs in diesem Spiel. Da links, das ist auch friedlich. Ach, Xar auch, okay. Ja, wir haben, also ich habe das Tutorial so ein bisschen gemacht. Und mehr noch nicht. Das ist also ein totaler Blindflug im wahrsten Sinne bei diesem Kackwetter. Ich sag mal, eben hat es auch schon mal aufgehört zu regnen. Das liegt doch an dir, da kannst du mir doch erzählen, was du willst hier mit dem Wetter. Das ist wirklich so. Warum hast du diese Scheiße mit so viel Nebel hier gehabt? Ey, das ist wirklich, der Coach hat völlig recht. Ich kann doch nichts dafür, ist doch Trikes,
Trikes auch friedlich, auch solange man sie nicht anschießt. Und das gleiche gilt für diese weißen Wanderer hier. Bin aber auch friedlich, solange man mich nicht anschießt. Was ist das denn? Was für Wanderer? Das ist hier die hiesige Bevölkerung. Hi. Hallo, oh. Bruce. Oha. Ja, die sprechen ein bisschen eigenartig, aber sonst sind das eigentlich ganz feine Kerle. Hi auch. Also, sie sehen auch ganz ein bisschen feine, eigenartig ja. aus. Du tu das Ding da lieber weg. Okay. Guck mal bitte die Möhrchen. Hallo. Hey, wie wär's? Party, hä? Die mögen es übrigens auch nicht. Der Trike sieht ein bisschen doof aus. Wenn man in deren hier Tiere erschießt, das mögen die auch nicht so. Okay. Ah, sind das so Naturverbundene mehr oder weniger? Bei Baumumarmer. Eigentlich auf den Trike? Oh Mann, man läuft einfach durch den Trike durch. Wie doof. Ich dachte, ich könnte den jetzt reiten. Ja, mit Sicherheit. Ich will einen Trike zähmen. Geht das? Ja, mach mal. Wir gehen so lange weiter. Okay. Ich würde sagen, viel Erfolg, wir gehen so lange woanders hin. Ja, aber mit denen kann man gut Thatch farmen und die Bären aus den Büschen und so. Ja, richtig. Falsches Spiel, würde ich sagen. Oder muss ich hier auch Eier finden, um die dann auszubrüten? Ja. Nur die Eier musst du aber erst aus der Gegnerbase holen. Ah. Wo er dann. Hört das auch mal auf zu regnen hier, oder? Ja. Okay. Ja, schau mal nicht. Ist doch, in einer Stunde ist doch Sonnenuntergang, also. Weltuntergang, was? Sonne. Ach, Sonne. Sonne. Ist okay, bis dahin haben wir die Folge fertig sind. Gut. Kein Stress, bis dahin sind wir fertig. Was denn Daten? Steine. Oder Knochen. Das sind Knochen. Was, das sind Knochen? Aber keine Knochen. Sag mal. Oh, so geht's. Okay. Also wenn ihr jetzt übrigens den Bohrer in der Hand habt, ja, dann könnt ihr auch die rechte Maustaste drücken und dann könnt ihr ändern oder beziehungsweise wechseln zwischen Entfernen von Steinen. Entfernen von Steinen. Ah. Kann ich mit Entfernen von Steinen auch Büsche Steine entfernen? Ja. Nein, Büsche entfernen. Büsche kannst du damit nicht entfernen, aber das solltest du mit der Kettensäge können. Achso, dafür hat man dann die Kettensäge. Oh, leck mich am Fuß, ist das ein Nebel hier. Kettensäge, ja, Massaker! Blöd, dass man immer durch einen durchrennt. Ich finde das eigentlich ganz praktisch. Jo, so durcheinander durchrennen ist schon toll. Ja. Ja, sind wir bei Dark Coach? Weiß ich, man sieht ja nichts. Hast du überhaupt einen Sägeschein? Ja, nee, Sigma. Da vorne ist mein. Da vorne ist mein Wegpunkt übrigens hier. Da läuft der Coach quasi genau drauf zu. Dann läuft er wohl richtig. Ja, wo laufen sie denn? Oh, ups. Oh, was ist das da? Wollen wir das aufsammeln? Nee. Oh. Doch, kann man, oder? Ja. Spinne. Was? Oh. Oh, ich höre es schießen. Und ich sehe es daneben schießen. Jetzt sind die schon wieder weg. Wo sind sie denn hin? Einfach oben auf der Minimap nach den grünen Punkten gucken. Das grüne ist Rasen, das andere ist die Spinne. Okay. Oh, Spinne! Wo sind denn da? Ja, ist tot. Das Fleisch bitte mitnehmen von den Viechern. Ja, das Fleisch bitte mitnehmen. Mit F. Mit F? F. Ich hab hier kein F. Ja, weil unser Ninja Lutaxar wahrscheinlich schon dran war. Ja. Nein. Lootet, gegrillt und filetiert. Genau. Unschuldig. Das goldene Filet rausgeschnitten und keine Ahnung, so halt, ja. So, ich hab das Fleisch schon mal, ne? Das ist so, gut. Ja, gut. Damit hast du dich zum Koch qualifiziert. Was? So, Coach, hast du einen Plan? Ja. Ja, dann welchen denn? Wollen wir hier vorne so siedeln? Hier ist viel ebene Fläche. Hier kann man gut. Oh, da vorne ist so eine, ne? Hier so eine. Ich höre irgendwas, was. Macht. Das ist ja schon wieder. Hört sich nicht gesund an. Hier ist so ein Raptor. Also, Raptor, hinter dir sind. Rum. Ich dachte doch, hä? Der lag an dir rum die ganze Zeit. Was hast du da noch? Ach, hier. Ja, wir müssen die ja mal hier, ne? Lass mal, wir müssen die ja mal zeigen.
Ja, hier, komm. Hura, ja, Jungs, ich lebe bring noch. Mal ihm was mit. Oh, was ja. Ist? Was hier, ist wir haben was im Schlepptau. Was ist das denn? Ja. Nö, klar. Was ist das denn bitte? Schön. Eine Pflanze. Oh, die hat aber viele Sporen dabei. Ja, die, da sind, da, da war jetzt viel, was man anpflanzen kann drin. Ja. Das ist schön, das ist praktisch scheint's, oder? Ja, das kannst du gut mitnehmen. Wunderbar. Das heißt also, es gibt ja auch so, man kann auch Beete entsprechend anpflanzen, man kann Pflanzen züchten, dadurch Nahrung wahrscheinlich gewinnen. Gibt es auch sowas wie Buffood, was man dann dadurch kriegt, oder? Ja, es gibt, also die ersten Sachen haben erstmal alle verschiedene, also sehr erst seine Nahrung auffüllt und viele haben noch so eine Zusatzübung. Hilfe! Achso, ja, du musst einen Helm aufsetzen, wenn du ins Wasser gehst. Ich muss Helm tragen. Ich hatte sie dahingehend informiert. Ja, ich habe die Taste noch nicht so schnell gefunden. Der hat hier nur noch roten Bildschirm gehabt. Also hier merke ich, wenn ich ertrinke. Ja, sieht aus. Wir haben jetzt alle so einen Überlebenskonstruktor im Inventar. Was für ein Ding? Überlebenskonstruktor. Wie sieht das Teil aus? Überlebenskonstruktor. Ja, habe ich, ja. Tabletten. Ah ja. Ja, ich habe Tabletten hier. Ja, für Antigift und so. Genau. So, diesen Überlebenskonstruktor kann man platzieren. Soll ich das mal machen? Ja, kann jeder aufstellen. Dann ach, jeder? Ja, wir können mit... Sollen wir die einfach nebeneinander stellen oder sollen wir da Abstände für einplanen? Wenn wir... Nö, können wir auch nebeneinander stellen, ist egal. Kannst wieder aufheben. Okay, pumps. Da gibt ihr, wenn ihr jetzt mit F reingeht, ja, dann habt ihr in der Mitte oben Allow Faction Access. Dann kann jeder aus der Fraktion zugreifen auf das Ding. Alles klar. Und da können wir Dinge mitmachen, also bauen. Wir können Dinge mit dem Ding machen, ja. Mhm. Oh Gott. Stahlplatte, aber ist jetzt irgendwas, was man jetzt so direkt zum Aufbauen verwenden kann, ist noch nicht dabei. Also das ja, jetzt damit... doch, wir haben in unserem Inventar haben wir einen Kern. Der Kern ist quasi der Kern der Basis. Dafür brauchen wir ein Basis-Data-Set. Aber pass mal auf, Koja, oben auf der rechten Seite siehst du, was du bauen kannst. Und oben hast du mehrere Reiter. Du siehst du Essen, Waffen, Gegenstände, Baublöcke. Ja, stimmt, die Reiter, ich vergaß. Da sind auch die Baublöcke. Genau, ja, okay. Und dann, wenn wir gleich mit der Basis anfangen, dann brauchen wir diesen Basis-Data. Den Basis-Data und dafür brauchen wir so einen Kern, den tut man da rein und dann kann man den Basis-Data mitbauen, oder wie? Ja, genau, den Kern packst du rein, dann kannst du... Aber den brauchen wir ja nur einmal, oder? Da muss nur einer seinen Kern zu opfern jetzt. Aber dafür brauchen wir, bevor wir den jetzt machen, ne, wollten wir erstmal zusehen, dass wir ein bisschen Schotter und sowas kriegen, damit wir... Ich würde anfangen, weil es am günstigsten ist, mit Betonblöcken. Ja, also wir fangen nicht mit Holz oder so an, wir fangen direkt mit Beton an, weil Holz schießen sonst direkt zu Klump. Ja, und sobald wir diesen Starterkern gesetzt haben, diese Starterbasis, kommen nämlich auch feindliche Drohnen und die wollen das nämlich zu Klump schießen. Warte mal kurz. Lass uns doch bitte nicht da buddeln, wo wir bauen wollen. Ich wollte hier buddeln, damit man das so ein bisschen einebnet. Nee, Ich wollte das einebnen. Nee. Aber sinnvoll wäre jetzt, wenn wir... Aber wir bauen doch nicht direkt am Wasser, am Strand, oder? Wir bauen doch gerade eben da so eine Ebene. Hier hinten, aber ich würde schon hier, das ist schon gar nicht... Ich finde das eigentlich hier, Sinter hat da recht, hier ist wirklich ebener hier. Ja, können wir ist auch. So schräg, ne? Also, ja, ein bisschen höher können wir ja ruhig. Ja. Starter-Dings, die kannst du ja auch wieder aufnehmen, das ist für mich das Problem. Okay. Ja, so ein bisschen höher irgendwie, dass das so ein bisschen eben ist, weil hier so schräg. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben ja noch so ein komisches Schnipsel am Anfang, wo wir dran hängen müssen. Wir sind also im Grunde genommen am Ende. Wie hebe ich denn das wieder auf? Wir sind hier schon wieder am Flex. So, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, bin gespannt auf eure Kommentare. Immerhin ist keiner gestorben in der ersten Folge. Nur fast. Fast erstickt und gejagt und dergleichen. Es wird ähnlich bekloppt, vermutlich, fürchte ich fast, weitergehen. Also bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.